Multivan Windsurf Cup hier in Zinnowitz. Erster Tag, 3 Rennen, 3 Siege. Zufrieden oder ja, noch mehr? Ja, besser hätte es für mich nicht laufen können. Wir hatten so Wind um die 15 bis 20 Knoten. Ich konnte meine Traumkombination fahren, mein 136er Falcon und ein 8-4er Segel. Damit bin ich halt auch im internationalen Vergleich richtig schnell. Bin ich letztes Jahr beim Weltcup Sylt Zweiter geworden. Das ist genau meine Bedingungen. So ein bisschen wie in Heidkart, wo ich herkomme, wo ich immer trainiere. Und mit 3 Siegen in so ein Event zu starten, ist natürlich der absolute Hammer. Und da kann man relativ entspannt auf den morgigen Tag gucken. Das liest sich jetzt aber natürlich oder hört sich so einfach an. Aber in den Rennen war es ja nicht ganz so einfach. Gerade im ersten Lauf sah es ja lange eher so aus, dass Gunnar gewinnen würde. Und erst in der letzten Tonne hast du ihn erwischt. Also insofern ist es schon ein bisschen Arbeit. Ja, das ist volle Möhrearbeit. Liegt auch daran, weil wir natürlich, wie du schon sagst, extrem starke Sportler hier haben. Mit Gunnar Asmussen oder Michelle Becker unter anderem. Im ersten Rennen, wie du schon angesprochen hast, war es sehr, sehr knapp. Gunnar hatte einen deutlich besseren Start. Ich war die ganze Zeit auf 2, war nie weit weg, aber auch nie so richtig nah dran. An der letzten Tonne habe ich dann volles Risiko gegangen und bin wirklich dicht daran gekommen. Habe dann den direkteren Weg zur Ziellinie gewählt und bin dadurch Erster geworden. Bei den anderen beiden Rennen sah es ein bisschen anders aus. Da hatte ich jeweils wirklich sehr, sehr gute Starts. Bin als Erster jeweils an die erste Tonne gekommen und konnte dann von da an führen. Aber für morgen haben wir natürlich eine ganz, ganz klasse Windvorhersage mit über 20 Knoten. Und da werden wir mit Sicherheit auch noch mal 1, 2 Slalom-Eliminations sehen, vielleicht sogar 3. Die meisten werden ja dann wahrscheinlich kleineres Material fahren, du auch? Oder trotz, sag mal, mehr Wind auf der Traumkombination bleiben? Also man muss das natürlich ein bisschen windabhängig machen. Ich kann diese Kombination schon sehr, sehr lange fahren. Das heißt, wir hatten draußen heute in den Böen schon mal 20 Knoten. Da ist das wirklich noch kein Problem. Da kann ich wirklich noch 8-4 fahren. Aber morgen wird es, glaube ich, ein bisschen mehr. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich 7-7 fahren. Aber auch mein 7-7er und ganz besonders 7-0er läuft dieses Jahr sehr gut. Ich war Anfang des Jahres in Soma Bay bei Peter Müller an der Surfstation, habe dort dieses Material gut eingestellt und freue mich auch, endlich mal richtig kleine Sachen fahren zu können. Da hoffen wir natürlich alle drauf. Morgen Action. Gunnar sagt, er will an sich 4 Eliminations haben, um noch eine gute und realistische Chance zu haben, dich noch zu kriegen. Wie siehst du die Chancen für ihn? Also nicht nur ihn zu kriegen, sondern auch, ob er 4 Eliminations kriegt. Ja, es liegt natürlich immer alles am Wettfahrtleiter. Ne? 4 Eliminations sind schon drin. Holger hat ja auch manchmal so ein nervöses Händchen und sagt dann, wir machen einen Full Fleet. Das heißt, alle Leute fahren zusammen. Das geht natürlich relativ schnell. In der Regel sind 3 Eliminations für einen Tag schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber ich freue mich, wenn wir Rennen fahren, bin bereit und es wird mit Sicherheit morgen mit Gunnar ganz, ganz spannend, weil Gunnar natürlich auch extrem stark ist bei Meerwind. Lass uns den Bogen schlagen, Sonntag soll ein bisschen weniger Wind kommen und wir hoffen alle auf die Disziplin Foiling, damit wir dann auch die 2. Disziplin hier im Windsurf Cup noch fahren können. Was rechnest du dir da aus? Foiling ist natürlich die neue Disziplin, die wir dieses Jahr eingeführt haben. Konnte ich in den letzten Events noch nicht so mein Potenzial zeigen. Ich freue mich drauf. Ich war viel mit dem Foilboard unterwegs und bin ganz gespannt, ob das Training sich auszahlt. Ist halt extrem viel Bewegung drin. Die anderen haben schon gesagt, sie kriegen an sich ständig auch neues Material und von Event zu Event weiß man nicht so richtig, was einen erwartet. Hast du jetzt im Vergleich zu den letzten Regatten irgendwas groß verändert, neues Material, sodass die anderen so auf Geheimwaffen gefasst sein müssen? Ich habe alles voller Geheimwaffen. Darf ich hier aber nicht erzählen, was es ist. Aber es ist so unglaublich schnell, dass ich davor manchmal schon selber Angst habe.